In seinen eigenen Worten geht es in diesem Vortrag um Kollisionen von Theorie und Praxis im Datenschutz. Herzlichen Applaus. Ja, vielen Dank für die Einführung. Theorie und Praxis im Datenschutz kollidieren die häufig. Heute ist es mir ein Anliegen, über Punkte zu reden, die häufig an mich herangetragen werden im Datenschutzrecht, weniger von Juristen als aus netzpolitischen Kreisen. Und da möchte ich etwas Aufklärungsarbeit leisten. Beginnen wir doch, stellt euch vor, ich brauche einen Rechtsanwalt. Wieso auch immer, könnt ihr euch selbst ausdenken, ihr braucht einen Rechtsanwalt. Was macht man, Otto Normalbürger zumindest? Da geht zu Google, gibt ein, ich brauche einen Anwalt. Da kommen Treffer, kein Adblocker aktiv, da gibt es Werbung. Man klickt auf den ersten Treffer und, oh, this connection is not private, SSL-Problem, gut. Gehen wir nochmals zurück, noch einen Versuch. Es gibt ja andere Anbieter, die versprechen, einen Anwalt zu vermitteln. Dann landet man zum Beispiel da. Sofort einen Anwalt kontaktieren. Die verwenden übrigens erst gar nicht SSL-TLS. Da kann dann auch nichts passieren mit dem Zertifikat. Gut, der sympathische Herr ist ja nett und gut, irgendein Stockfoto, denke ich, aber was haben wir da unten rechts? Ein Cookie-Banner. Ja, man verwendet Cookies, die notwendig sind, irgendwie Funktionalität und um das Nutzungsverhalten auszuwerten. Durch die Nutzung stimmt man natürlich zu, dass die verwendet werden. Es gibt auch eine Datenschutzerklärung. Okay, verstanden. Und das ist so interessant, da suchen wir jetzt keinen Anwalt mehr, sondern kommen zum ersten Irrtum. Wir brauchen einen Cookie-Banner. Die meisten Website-Betreiber scheinen zu glauben, man brauche einen Cookie-Banner. Das ist aber falsch. Nein, man braucht keinen Cookie-Banner, zumindest nicht in der Schweiz. Woran liegt das? Klar, der Jurist, der schaut ins Gesetz, hier ins Fernmeldegesetz, und dort steht natürlich nichts von Cookies oder Local Storage. Da ist von Bearbeiten von Daten auf fremden Geräten durch fernmeldetechnische Übertragung die Rede. Und das ist erlaubt unter zwei Bedingungen. Man muss die Benutzerinnen und Benutzer informieren über die Bearbeitung und den Zweck, und man muss die Bearbeitung ablehnen können, opt-out. Ja, da kann man schon einen Cookie-Banner verwenden, aber im Prinzip genügt eine Information, ein Hinweis in der Datenschutzerklärung, die typischerweise in der Fußzeile der Website verlinkt ist. Nun, opt-out muss angeboten werden. Ist natürlich schlecht, wenn es so aussieht, die Datenschutzerklärung der Weltwoche, das opt-out kann man nicht anklicken, da erscheint das iframe. So funktioniert es natürlich nicht. Nun gut, wir alle kennen das. Wir sehen diese Cookie-Banner. Wir haben auch vermutlich alle den Instinkt, so im Finger, links oder rechts, wenn so ein Cookie-Banner kommt, wir klicken. Wir wollen ja weg. Aber wieso gibt es die trotzdem überall? Die sind schuld. Die EU. Die EU, die hat eine Cookie-Richtlinie. Formell Richtlinie 2009/136 EG. Da sieht man, ist schon etwas älter, Jahr 2009. Wirklich schon jetzt 11 Jahre her. Das ist ja ähnlich wie in der Schweiz formuliert, Speicherung von Informationen im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers. Ja, da muss man auch informieren, aber vor allem einwilligen. Da muss die Einwilligung eingeholt werden. Nun, wo gilt das? Ihr kennt das, die Europäische Union blau eingefärbt, Großbritannien noch dabei vorläufig, da laufen noch Übergangsfristen nach dem Brexit, plus die grünen Staaten, Island, Norwegen, Liechtenstein, das ist der europäische Wirtschaftsraum. Dort gilt diese EU-Cookie-Richtlinie. Und wie gesagt, da wird verlangt, für diese Cookies muss man im Grundsatz die Einwilligung einholen. Was heißt das, eine Einwilligung? Freiwillig, klar und umfassend informiert, aktiv und ausdrücklich, wiederum mit Opt-out-Möglichkeit. Was heißt das, klar und umfassend informiert? Kein allgemeiner Satz für Marketingzwecke. Das geht nicht. Auch die ganzen anderen Dinge, die man ständig sieht, die gehen nicht. Oder auch nicht, ja, durch die Nutzung der Website stimmst du zu. Oder so ein Kästchen, das schon angekreuzt ist, das funktioniert alles nicht. Nun werden einige von euch fragen, ja, gibt es solche Cookie-Banner in freier Wildbahn? Denn das typische Cookie-Banner, das wir wegklicken tagtäglich, das sieht ja anders aus. Ja, es gibt es in freier Wildbahn, nämlich beim Europäischen Datenschutzausschuss. Da treffen sich die Datenschutzaufsichtsbehörden Europas und die haben wirklich ein sehr vorbildliches Cookie-Banner. Da kann man sagen, ja, ich will diese Cookies. Man kann sie auch ablehnen oder mehr Informationen abrufen. Ein Schönheitsfehler hier allerdings, ich bin auf der deutschsprachigen Seite und die präsentieren das auf Englisch.
Aber gut, man kann nicht perfekt sein, aber so müsste das plus minus aussehen, wenn wir um die Einwilligung gefragt werden, ja, nein, weitere Informationen, und wenn man fragt, dann setzt man Cookies erst, wenn man ja gesagt hat. Wer das nicht macht, der kann inzwischen gebüßt werden. Eine spanische Fluggesellschaft, die wurde im letzten Jahr mit 30.000 Euro gebüßt, weil eben das Cookie-Ban noch nicht funktionierte. Wir hatten jetzt schon das Thema Einwilligung, da komme ich zum nächsten Irrtum. Wer meine Daten möchte, muss mich vorher fragen. Wer also meine Daten beschaffen möchte, muss mich fragen. Auch hier, nein, zumindest nicht in der Schweiz. Man muss mich nicht fragen. Wieso nicht? Man blickt ins Datenschutzgesetz und dort hat so eine Bestimmung, die befasst sich mit der Einwilligung. Die beginnt aber so, ist die Einwilligung erforderlich? So und so weiter und so fort. Und das ist wie in der Programmierung, if then. Aber man kann daraus im Umkehrschluss schließen, man braucht eigentlich nie eine Einwilligung. Und das stimmt auch, im schweizerischen Datenschutzrecht ist die Einwilligung die große, große Ausnahme. Das gilt selbst für besonders schützenswerte Daten, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten. Die große, große Ausnahme. Was muss aber vorhanden sein? Erkennbarkeit, Information. Wir müssen also erkennen, dass unsere Daten beschafft werden. Wir müssen informiert werden, typischerweise im Web, in Apps, mit einer Datenschutzerklärung. Gehen wir wieder nach Europa. Da kommt der nächste Irrtum. Okay, in der Schweiz muss man mich nicht fragen, in Europa, da muss ich aber gefragt werden. Na, es kommt darauf an. Es gibt natürlich diese Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, englisch abgekürzt GDPR. Und ja, da gibt es diese Einwilligung. Die ist aber nur ein möglicher Rechtfertigungsgrund, um unsere Daten zu beschaffen, zu bearbeiten. Im Gesetz, Artikel 6, ist das zwar der erste Grund unter A, es gibt aber noch ganz viele andere Gründe, nämlich 5 weitere Gründe. Und ihr könnt euch vorstellen, aus rechtlicher Sicht, wenn man nicht die Einwilligung braucht, dann wird man nicht danach fragen, wenn es andere Gründe gibt. Auch hier, man muss nicht zwingend gefragt werden. Man muss häufiger gefragt werden, aber zwingend ist es nicht. Gut, jetzt haben wir gelernt, allenfalls muss ich gefragt werden, normalerweise genügt die Information. Ja, wie kann ich mich denn informieren? Ganz typisch die Datenschutzerklärung. Eine Erklärung. Schön und gut, wir suchen ja immer noch den Anwalt. Und diese Website, die hat eine Datenschutzerklärung. Das kennt man so, verantwortliche Stelle, unsere Daten sind uns wichtig, Artikel 13 der Bundesverfassung. Ich habe die Datenschutzerklärung mal auf einer Seite zusammengefasst. Das sind 45.000 Zeichen. Lesezeit optimistisch 30 Minuten, also genauso lang, wie ich hier oben heute reden darf. Nein, ich lese es nun nicht vor. Vielleicht interessant, was wären die Anforderungen an eine Datenschutzerklärung, die Anforderungen der EU? Klar, alle Informationen vollständig, leicht zugänglich, präzis, transparent, verständlich, in einer einfachen und klaren Sprache. Etwas widersprüchlich. Glückwunsch an den, der das schafft, eine Datenschutzerklärung derart zu formulieren. Aber das wären die Anforderungen. Schauen wir da rein, das scrollen wir durch diese Datenschutzerklärung und da kommt plötzlich YouTube. Schauen wir mal, ist das klar und verständlich? Da steht, diese Website nutzt Plugins von der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube LLC. Schon etwas seltsam, ist es nun YouTube oder Google? Es ist Google. Google hat schon vor Jahren YouTube gekauft. Diese Datenschutzerklärung ist hoffnungslos veraltet. Die haben noch nicht gemerkt, dass YouTube von Google gekauft wurde. Seltsam. Kann man einer solchen Datenschutzerklärung vertrauen? Ist sie vollständig? Wohl eher nicht. Wenn man auf YouTube geht, im Impressum steht ganz klar, es ist Google, hier die Google Ireland Limited Gesellschaft für Europa. Aber gut, springen wir wieder zurück zur Datenschutzerklärung. Denn etwas, was man sehr häufig liest, auch hier, so ein Abschnitt, Bearbeitung von Personendaten, und da steht ganz häufig das Kürzel DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein weiterer häufiger Irrtum. Die DSGVO gilt in der Schweiz. Nein, zumindest nicht innerhalb der Schweiz. Wir unter uns, wir sind hier in der Schweiz, die Staatsbürgerschaft spielt keine Rolle, da gilt diese DSGVO nicht. Sieht man aber ständig. Man muss aufpassen, für viele Verantwortliche wie Unternehmen in der Schweiz gilt diese DSGVO schon, aber in Bezug auf Personen, die im europäischen Wirtschaftsraum sitzen. Zum Beispiel eine Website, die sich auch an Personen in Deutschland richtet, oder ein Online-Shop, der an Personen in Österreich verkauft.
Dort gilt diese DSGVO, aber nicht innerhalb der Schweiz. Dennoch haben viele das Gefühl, das wäre anders und schreiben es dann auch in die Datenschutzerklärung. Darf man das? Ja, man darf sich freiwillig anderem Recht unterwerfen, hat aus Schweizer Sicht, aus betroffenen Sicht den Vorteil, dass die DSGVO wesentlich weiter geht als das Datenschutzgesetz in der Schweiz. Wenn ihr also mal Auskunft wollt oder so, dann schaut in der Datenschutzerklärung, wenn dort steht DSGVO, dann könnt ihr euch überlegen, okay, ich behafte die darauf, ich nutze Rechte, wie wenn ich in der EU daheim wäre, obwohl ich in der Schweiz sitze, kann sich lohnen. Nun, Auskunft ist auch eine Art Irrtum, ich habe ein Recht auf Auskunft. Ja, das stimmt und das steht überall, auch in den Datenschutzerklärungen, steht im Gesetz. Man kann versuchen, Auskunft zu erhalten. Man kann es probieren, wieso auch nicht. Hier wieder das Beispiel der Website, die wir jetzt ständig besuchen. Datenschutzerklärung für Recht auf Auskunft. Man kann jederzeit Auskunft verlangen über die gespeicherten Daten, Herkunft und so weiter. Das ist kostenlos. Was macht man? Man schreibt ihnen eine E-Mail oder so oder schickt einen Brief. Häufig verlangen die dann eine Ausweiskopie. Da muss man daran denken, die ist nicht immer zwingend. Denkt an ein Beispiel, ihr habt einen Mail-Account. Die kennen von euch vielleicht wirklich nur die E-Mail-Adresse, keine weiteren Angaben. Da macht es null Sinn, wenn ihr ein Ausweispapier schickt, wo dann euer Heimatort drauf ist, vielleicht noch Körpergröße, Augenfarbe und. Das geht überhaupt nichts an. Meine Erfahrung ist, die wollen dann trotzdem eine Ausweiskopie, aber egal, sie kann geschwärzt sein. Aber dann können sie das hacken und machen, Ausweiskopie ist angekommen. Das funktioniert. Datenschutzrecht ist häufig sehr formell und bürokratisch. Nun, ihr habt das abgeschickt, zum Beispiel per Einschreiben, damit ihr auch wisst, dass es angekommen ist. Und dann wartet ihr mal. Die Standardfrist gemäß Gesetz ist 30 Tage. Wenn es 30 Tage, wenn die nicht genügen, dann müsste man euch informieren. Nun sind die Ergebnisse ganz unterschiedlich. Da auf der rechten Seite, zum Beispiel Swisscom, Vorratsdatenspeicherung, kennt ihr, da kann es sein, dass man eine Antwort erhält. Es ist aber sehr selten, dass eine Auskunft vollständig ist. Auch Swisscom bei der Vorratsdatenspeicherung schreiben die sogar, ja, gewisse Dinge teilen wir nicht mit. Sagen, wir müssen die Daten nicht herausgeben, Geschäftsgeheimnis und so weiter. Und dann gibt es wirklich sehr viele Varianten. Die vollständige Auskunft ist der Idealfall. Viele Auskünfte sind unvollständig, deklariert oder auch nicht deklariert. Es wird also einem nicht immer gesagt, dass es unvollständig ist. Die Auskunft kann auch falsch sein, so Bonitätsdatenbank, und da stellt ihr plötzlich fest, oh, da wurden eure Daten mit einer anderen Person vermischt. Ist mir schon häufiger passiert. Martin Steiner, kommt doch nicht so darauf an. Kann man dann korrigieren lassen übrigens. Aufgeschobene Auskunft, man sagt, ja, wir haben Daten, aber heute geben wir keine Auskunft. Die Auskunft wird verweigert. Oder es gibt gar keine Rückmeldung. Und da gibt es allerlei Mischformen. Und klar, da kommt das Feedback, ja, wir sind ein Rechtsstaat, da gibt es bestimmt Rechtsmittel, die man einsetzen kann. Gut, ein Blick in die Zivilprozessordnung zeigt sogar, es gibt ein vereinfachtes Verfahren für die Durchsetzung des Auskunftsrechts. Nur, was der Gesetzgeber und vielleicht auch Juristen unter vereinfacht verstehen, versteht ihr garantiert nicht so. Für euch ist immer noch ein Verfahren, das aufwendig ist, da ihr häufig einen Anwalt braucht. Ihr müsst vor Gericht gehen. Es kostet Geld, es kostet Zeit, es kostet Nerven. Das heißt, jene Unternehmen zum Beispiel, die euch keine Auskunft geben, eine falsche Auskunft, gar nicht reagieren, die wissen eigentlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Ärger macht, die ist klein. Ihr macht die Faust im Sack, aber vermutlich zieht ihr das nicht weiter. Viel zu aufwendig. So wichtig ist die Auskunft dann eben doch wieder nicht. Gut, dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Strafantrag zu stellen. Hier ein Beispiel gegen die UPC Schweiz, die ehemalige Cablecom. Die ist besonders berühmt-berüchtigt, dass sie nicht so gern Auskunft erteilt. Und zwar einfach gar nicht mehr reagiert. Was sieht man hier? Einstellungsverfügung. Einstellungsverfügung bedeutet, dass es zu einer Strafverfolgungsbehörde ging und die hatte dann eigentlich keine Lust. Die sagte, offensichtlich keine Strafbarkeit gegeben, wieso auch immer. Übrigens muss man gewissen Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz auch beibringen, dass sie überhaupt zuständig sind für die Strafverfolgung beim Datenschutzrecht. Hier auch noch interessant, beschuldigte Person, das ist der Geschäftsführer. In der Schweiz müssen häufig die Verwaltungsratspräsidenten, die Geschäftsführer, dann den Kopf hinhalten, wenn es eben dann so zu solchen Verfahren kommt. Die sind aber selten, auch weil die Behörden keine Lust haben.
Klar kann man sagen, UPC, andere private Unternehmen, Privatwirtschaft, die haben Besseres zu tun, die müssen Geld verdienen. Ja, fragen wir doch den Staat. Dort haben wir vielleicht mehr Zeit, mehr Geduld, mehr Muße für das Anliegen. Und das ist naheliegender, als den Geheimdienst zu fragen. Wir wissen gerade aktuell, der Geheimdienst, der hat viele, auch besonders schützenswerte Personendaten, die sind wichtig, der verwaltet die und so weiter. Da müsste doch etwas zu holen sein. Nun habe ich auch schon gemacht. Aktuell, mein aktuelles Auskunftsbegehren, das stellte ich am 11. November 2019 und da kam dann früher oder später die Antwort, und das kennen vermutlich fast alle, die das in letzter Zeit gemacht haben. Wir informieren Sie darüber, dass die Bearbeitung Ihres Gesuchs länger als die Frist von 30 Tagen in Anspruch nehmen wird. Es gäbe da eine hohe Anzahl von zu bearbeiteten Auskunftsgesuchen, die man in den letzten Wochen und Monaten erhalten habe. Wir danken für Ihr Verständnis, Ihre Geduld. Auch immer nett, man geht davon aus, man habe Verständnis und Geduld. Ist etwas unklar, der Nachrichtendienst des Bundes, der bekam gerade 100 neue Stellen spendiert. Die könnte man zum Beispiel da einsetzen. Aber der Rechtsdienst, der hier zuständig ist, der scheint etwas unterdotiert zu sein. Und da muss man dann einfach mal warten. Nun, vielleicht gibt es tatsächlich einen Grund, dass die nicht Auskunft geben können. Denn es zeigte sich, dass die wirklich ein Problem haben mit der Datenbearbeitung. Hier die Schlagzeile der Neuen Zürcher Zeitung: Der Nachrichtendienst verstößt beim Datensammeln gegen das Gesetz. Grundlegende Mängel bei der Datenbearbeitung festgestellt. Wenn man da genauer hinschaut, kann man auch herauslesen, dass die Auskünfte, die erteilt wurden, dass die allenfalls gar nicht zutreffend waren oder unvollständig und so weiter. Vielleicht also alles gut gemeint. Gut, auch noch ein Problem ist, dass Akten verloren gehen beim Geheimdienst. Immerhin hier kam nicht die Mitteilung, ja Herr Steiger, wir würden gerne Auskunft geben, aber die Akten, die sind weg, dumm gelaufen. Interessant, das war ein Tweet und da kam diese Antwort, aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Antwort war, ja lieber Martin, falsch, die Daten, die gingen nicht beim Nachrichtendienst verloren, sondern beim FEDPOL, beim Bundesamt für Polizei. Von wem kam dieser Hinweis? Auch hier wieder weitgehend anonymisiert, LinkedIn-Profil. Die Person arbeitet bei der Kommunikation Verteidigung der Schweizer Armee. Das heißt, die Schweizer Armee sagt, ja, ja, da gehen Akten verloren, aber nicht bei uns. Also, Stichwort Bundesamt für Polizei, FEDPOL. Ja, was erhalten wir da dann dort für Auskunft? Da kann man wieder so ein Auskunftsbegehren hinschicken, hier mit Ausweiskopie einschreiben und dann kommt so ein ausführliches Schreiben zurück. Auskunftsgesuch vom so und so, sehr geehrter Herr Steiger, und dann werden mal ganz viele Rechtsgrundlagen genannt. Immer interessant, das Datenschutz kennt man, aber ja, interessant, dass es da so alles gibt an Verordnungen und dann Interpol ist dabei und Schengen-Informationssystem und. Ja, eine schöne Übersicht, was die Rechtsgrundlagen wären, um unsere Daten zu sammeln. So beginnt das und dann kommt die eigentliche Auskunft. Wir können Ihnen nach Abfrage unserer Informationssysteme wie folgt Auskunft erteilen. Übrigens eine interessante Relativierung nach Abfrage. Der Mitarbeiter hat eine Abfrage getätigt und im Prinzip sagt er, ich habe dann das gefunden oder nichts gefunden. Das heißt aber nicht, dass da nichts war. Es ist wie so eine Schutzbehauptung. Juristen schreiben gerne, soweit ersichtlich. Gut, also jetzt für mich war das so, im Schengener Informationssystem SIS nicht verzeichnet. Ja, was dann in anderen Schengen-Staaten gespeichert ist, da können Sie keine Auskunft geben. Da müsste man dann bei all diesen Staaten eine Anfrage stellen. RIPOL, Fahndungssystem, auch zum Teil schöne Namen, das System HUGEN, Hooliganismus-Informationssystem, oder auch die Waffenplattform Armada, wer sich historisch interessiert, die Armada. Genau. Oder auch das Informationssystem BITRO. Da geht es um gefährdete Personen, also irgendwie Bedrohungsmanagement kann man da herauslesen und so weiter und so fort. Also ich bin irgendwie nirgends verzeichnet, kann man sagen, gut oder enttäuschend. Und früher oder später stößt man auf diesen Punkt. Die Auskunft bezüglich Janus wird aufgeschoben. Janus ist das System Bundesdelikte. Auch hier wieder Janus, wer sich so für Mythologie und so interessiert, kann Schlüsse daraus ziehen. Aber die sagen, ja, die Auskunft wird aufgeschoben, auf irgendein Gesetz wird verwiesen. Und ja, und beim EDIP könne man da eine Prüfung verlangen. Und das ist noch interessant, denn da stellt sich jetzt die Frage, ja, bin ich etwa ein Gefährder? Denn wenn man in diesem System drin ist,
dann wäre man so eine Art Staatsfeind. Denn dort werden Personen gespeichert, die eine Gefahr für die innere oder äußere Sicherheit der Schweiz darstellen. Okay, jetzt, dem Fedpol kann man nicht direkt einen Vorwurf machen, denn im Gesetz, im Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme, da steht tatsächlich drin, wenn man Auskunft verlangt, dann muss Fedpol diese Auskunft aufschieben, und zwar solange entweder die Daten geheim sind oder keine Daten vorhanden sind. So, Schrödingers Katze wäre für mich hier das Stichwort. Man weiß jetzt nicht, haben die Daten oder haben die keine Daten, ist die Katze, wenn man die Kiste schließt, ist sie tot oder lebendig. Ist etwas unbefriedigend, denn ja, kann doch relevant sein, ob man Staatsfeind ist oder nicht. Jetzt, es wurde erwähnt, der EDIP, der kann weiterhelfen. Der kann weiterhelfen, denn im gleichen Gesetz steht auch noch, ja, wenn man jetzt glaubhaft machen kann, dass einem durch diesen Aufschub der Auskunft ein erheblicher, nicht wieder gut zu machender Schaden erwächst, so kann der Beauftragte, der Datenschutzbeauftragte, anordnen, dass das Fedpol ausnahmsweise Auskunft erteilt. Auch hier wieder, wenn und so weiter, damit keine Gefährdung der inneren oder der äußeren Sicherheit verbunden ist. Jetzt nun ist noch schwierig zu sagen, man habe einen Nachteil, denn man kennt die Daten ja gar nicht, man weiß nicht mal, ob die Daten vorhanden sind. Okay, man kann sich trotzdem an den EDIP wenden, der ist ja nett. Und dann kommt aber so eine Antwort. Mitteilung, wir haben das angeschaut und wir haben festgestellt, das war jetzt für einen Mandanten, für den wir das gemacht haben, es wurden keine Daten unrechtmäßig bearbeitet oder Fehler wurden korrigiert. Oder wir haben eine Empfehlung an das Bundesamt für Polizei gegeben, durch Auskunft zu erteilen. Nun, hier wurde aber keine Auskunft erteilt. Das heißt, wir müssen darauf vertrauen, dass der EDIP weiß, wenn es Daten gab, ob die falsch sind oder nicht. Ist alles etwas unbefriedigend. Ja. Das endet dann etwa so, oder? So, Facepalm, was ist da eigentlich los? Also dieses Auskunftsrecht, das wird da irgendwie, ja, wird zur Karikatur. Schließlich, ja, jetzt haben wir all diese Missstände. Wird das denn mit dem revidierten Datenschutzgesetz, wird das denn nicht alles besser? Es könnte besser werden, zumindest in Bezug auf die Privatwirtschaft, denn es gibt neuerdings Strafbestimmungen mit Bußen bis zu 250.000 Franken, unter anderem für die Verletzung von Informations-, Auskunfts- und Mitwirkungspflichten. Und das kann unangenehm sein, wenn man jetzt eine verantwortliche Person ist und so eine Buße droht. Ist aber nur für die Privatwirtschaft, diese gesetzlichen Grundlagen, zum Beispiel für das Bundesamt für Polizei, die bleiben genau gleich. Und heute haben wir ja schon verschiedentlich gehört an Vorträgen, da kommen beim Staat eigentlich nur Verschärfungen, der Überwachungs-, der Sicherheitsstaat, der wird weiter ausgebaut. Aber das könnte durchaus helfen. Hier auch noch die Einschränkung, es muss vorsätzlich sein. Das bringt ja interessante Argumente für eine allfällige Strafverteidigung. Nun, das kommt jetzt aber dann in den Nationalrat in Kürze. Ab dem 2. März ist die Frühjahrssession, da wird das Datenschutzgesetz beraten. Gibt es auch noch andere, sage ich mal, Verschärfungen. Dabei, ob das dann funktioniert, wird man sehen. Wir passen das vor allem unter dem Druck der EU an. Insofern kann man sagen, Fortsetzung folgt. Man wird sehen, wie das funktioniert. Und das war auch der letzte populäre Irrtum von mir heute. Damit schließe ich meinen Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Martin Steiger. Wir haben jetzt entgegen den Erwartungen doch noch ein paar Minuten. Gibt es Fragen? Wenn Fragen da sind, dürft ihr euch gerne dort beim Mikro aufstellen und diese Fragen stellen. Ja, wenn da sonst niemand will, vielen Dank für diesen rasanten Vortrag. Ich bin nicht mal richtig zum Twittern gekommen, so schnell war das. Und ich musste gerade überlegen, was war genau meine Frage. Und zwar ging es da um DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Richtig, genau, dieses Ding. Die Frage ist, du hast gesagt, man kann sich dem freiwillig unterwerfen, auch in der Schweiz, ja. Aber im Falle eines Gerichtsfalls, wie ist es dann jetzt genau? Also Schweizer Recht wäre dann immer noch DSG und nicht DSGVO. Es gibt zwei Dinge zu unterscheiden. Jetzt hast du eine Website, dort liest du, wir unterwerfen uns der Datenschutzgrundverordnung.
geschieht übrigens häufig aus Versehen. Die verwenden einen Datenschutzgenerator aus Deutschland, kopieren eine deutsche Datenschutzerklärung. Aber gut, das sind typischerweise Unternehmen, die können das, die sind verantwortlich. Ich bin dann der Meinung, du als betroffene Person kannst dich darauf berufen. Die müssen sich darauf behaften lassen. Die können nicht einfach sagen, jetzt gilt Schweizer Recht. Den Nachteil, den du hast, du kannst dich jetzt nicht an eine Aufsichtsbehörde wenden. Wenn du dich also an den Datenschutzbeauftragten, den eidgenössischen, den EDIB wendest, der wird nicht die Datenschutzgrundverordnung anwenden können. Der ist an Schweizer Recht gebunden. Aber wenn du den Rechtsweg beschreitest oder überhaupt schon einfach darauf hinweist, hey, eure Datenschutzerklärung und so, dann bin ich überzeugt, dass die dem Folge leisten müssen. Das praktische Problem ist, dass wir ja schon beim Auskunftsrecht hatten, jetzt schreibst du denen mal nett oder so und du brauchst dann halt wirklich Ausdauer. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Gerne ans Mikrofon, ja, bitte. Also ich habe den Eindruck erhalten, dass das alles ziemlich kafkaesk ist mit diesen Auskunftsrechten. Kannst du uns sagen, hast du so international das mal verglichen? Gibt es sowas wie ein Benchmark, ein Best Practice von einer Jurisdiktion, eine Nation, das besser im Griff hat? Ja, meiner Erfahrung nach erstaunlicherweise erwartet man selten die USA. Die USA haben den Freedom of Information Act und der funktioniert häufig sehr gut. Die haben auch Geheimhaltung, man kommt aber auch als Person in der Schweiz, an sehr interessante Informationen ran. Das ist auch sehr interessant, wenn es um Themen geht, die die Schweiz und die USA betreffen. Kann man dort auch online die Formulare ausfüllen bei den entsprechenden Departments, sonstigen Behörden. Die haben einfach einen ganz anderen Grad an Transparenz, eben auch bei den Behörden. Was wir häufig als Mangel an Datenschutz in den USA wahrnehmen, hilft, wenn man es mit einer Behörde zu tun hat. Auch sehr amerikanisch. Wenn man will, dass die Anfrage schneller beantwortet wird, kann man anbieten, dafür zu bezahlen. Im Grundsatz ist das kostenlos, aber kann man sagen, ja, ich zahle $500, vielleicht geht es dann schneller. Auch wenn man noch keine Auskunft erhalten hat, diese Sachbearbeiter, die sind häufig sehr nett, die helfen auch sehr gerne weiter. Zum Beispiel habe ich mehrere Anfragen liegen, jetzt habe meine Adresse geändert, dann schreibt man denen und sagt, oh ja, vielen Dank, wir haben die neue Adresse notiert, wir hoffen, Ihnen bald mal Auskunft erteilen zu können. Ein Problem ist, die Administration Trump und vor allem schon Obama, die haben bei diesen Stellen gespart. Sowohl Präsident Obama als auch Trump, die haben weniger Interesse als ihre Vorgänger an dieser Auskunft, funktioniert aber sehr gut, dort ist das Bewusstsein wirklich anders. Dann geht es natürlich auch weiter, wir kennen das in den USA, ja, gibt man den einzelnen Bürger, der Bürgerin auch mehr Mittel, bis hin zu diesen berühmt-berüchtigten Sammelklagen, da lachen wir ab und zu etwas, aber wenn ganz viele Personen betroffen sind, dann hilft das natürlich. Heute in der Schweiz haben wir Unternehmen, Telekom-Bereich, die wollen die Vorratsdaten nicht herausrücken. Ja, da wäre doch eine Sammelklage noch praktisch. Heute muss das jeder selbst machen und den meisten geht dann natürlich die Energie aus, früher oder später. Gut, dann noch einmal einen herzlichen Applaus. Danke, Martin Steiger. Dankeschön.